Auf den ersten Blick sind sie sich nicht sehr ähnlich. Meißel, Säge, Bohrer, Schere, Fräser und Drehmeißel. Die wichtigste Gemeinsamkeit dieser Werkzeuge: alle Werkzeugschneiden sind keilförmig. Der Keil ist der Schlüssel für die trennende Bearbeitung von Werkstücken. Viele Keile aneinandergereiht finden wir an einem Sägeblatt. Und auch beim Bohrer ist der Keil verantwortlich dafür, dass durch die Bewegung Werkstückteile abgetrennt werden. Die Keilform am Fräser. Und beim Drehen. Beim Trennen unterscheiden wir zwischen Zerteilen und Spannen. Beginnen wir mit dem Zerteilen. Eine Schere zerteilt ein Werkstück ohne Entstehung von Spänen. Der Schneidvorgang, das Zerteilen, erfolgt zwischen dem Schneidenpaar. Weil dabei keine Späne entstehen, spricht man vom spanlosen Trennen. Zum Zerteilen von Werkstücken kann auch der Meißel verwendet werden. Im Gegensatz zur Schere ist der Meißel ein einschneidiges Werkzeug. An einer hydraulischen Presse wollen wir zeigen, was beim Zerteilen im Werkstück passiert. Wird die Kraft des Meißels auf das Werkstück erhöht, wird das Werkstück zunächst gestaucht. Die aufgezeichneten Linien machen das Stauchen deutlich. Bei anhaltend steigender Kraft kommt es zur Rissbildung. Dieser Riss breitet sich aus und führt zum Bruch.